Das kann ich nur so sagen, da gab es schon ein neues Modell gezeigt. Hatte das. Die Objekte, die wir in der Ausstellung zeigen, kommen einmal aus Südnigeria und hier in der Hauptsache aus der sogenannten Benin-Kultur, einige Objekte der Ife-Kultur und umgrenzende Kulturen. Und einige Objekte kommen aus Mali, wie diese kleinen Räderchen, die jetzt hier hinter mir zu sehen sind. Rechts von mir sehen wir dann ein sehr schönes, typisches Objekt aus der Benin-Kultur. Und geht, wie gesagt, in Südnigeria dann noch über verschiedene Gruppierungen weiter. In Mali beschränkt sich es auf die Kultur der Bongonen. Dieses Objekt ist wie alle Objekte der Ausstellung mit einer Thermolumineszenzanalyse geprüft und dadurch können wir ein Alter von über 200 Jahren feststellen. Das wurde ganz besonders genau geprüft, hier mit einer kleinen Bohrung, damit wir an den inneren Gusskern herankommen. Stilistisch ist es ein wunderbares Figürchen, hier vermutlich ein Speer in der Hand. Wir wissen nicht, was er in der linken Hand gehabt hat, aber stilistisch zuordnen können wir das zwei Regionen, einmal nördliches Nigeria oder beziehungsweise Djenne in Mali. Ja, wir sehen hier eine sehr typische Arbeit für die Benin-Kultur, eine Auffassung eines Kopfes, den es in einer relativ großen Häufigkeit gibt, in der Form der Gedenkköpfe. Diese Objekte sind sehr interessant, denn was wenige wissen, diese fast nach Ritterrüstung anmutende Halskrause sind rote Korallen, stilisierte rote Korallen, ebenso der Hut, ebenso vermutlich ein Verweis auf Glasperlen hier oben zu sehen und seitlich hier auch nochmal Korallen. Das ist jetzt eine relativ späte Phase der Benin-Kultur, die in das 19. Jahrhundert noch geht. Was man dadurch sieht, dass bereits schon mehr kleine Gegenstände angebracht sind, wie hier ein Leopard, wie hier ein Schneckengehäuse. Also alles Dinge, die erst in einer relativ späten Phase dann benutzt wurden, um das Objekt dann nochmal zusätzlich zu verzieren. Vorher standen die Objekte eigentlich direkt ohne Verzierungen, direkt auf dem Untergrund, ohne Bordüre. Thank you.